Kniechen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wo ist Knieche denn überall zu sehen? Ja, ich bin ja Schauspieler, Moderator und Sprecher und viele Leute fragen ja immer wieder, wo kann man denn das sehen, was du so machst, wo kann man dich bei deiner Arbeit beobachten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich ja dieses Format gemacht, viele wissen das ja schon. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr auf jeden Fall mal als Erster, wo ich zu sehen bin, weil ich das in den Insta-Stories immer festhalte. Und deswegen ist das, was ich heute sage, auch für viele nichts Neues, die mir bei Instagram folgen. Ich mache dieses Video heute etwas verspätet, denn ich bekomme schon ständig über Twitter oder Instagram oder sonst was, über Social Media bekomme ich immer gerade diese Aussage, bist du das, bist du das, bist du das, bist du das? Ich kann nur sagen, ja, ich bin es. Ich laufe gerade für den Werbespot Lotto 24 im Fernsehen und auch im Internet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erkennen mich da viele nicht. Anscheinend scheint das Superman-Prinzip ja aufzugehen. Vielleicht liegt es daran, weil ich eine Brille aufhabe. Mit Brille erkennt man mich nicht, ohne ja. Clark Kent, Superman. Es funktioniert anscheinend. Nein, ich denke mal, es ist, weil ich nur ganz, ganz kurz da zu sehen bin in dem Spot. Beziehungsweise zwei, es gibt ja zwei Spots. Und ich verlinke euch nachher auch nochmal, also unten in der Videobeschreibung könnt ihr beide Spots anklicken und am Ende werde ich auch nochmal einen davon hier mit reinblenden. Und außerdem bin ich auch gerade in einem Heimwerker-Video zu sehen quasi, also da wird eine neue Technik vorgestellt. Ich sage dazu, ja, ich bin als Schauspieler für diese ganzen Werbespots bezahlt worden, aber dafür, dass ich das hier sage, also ich mache ja hier keine Werbung für die Produkte hier direkt nicht, aber ich sage, dass ich in den Werbespots bin. Das heißt also, hierfür werde ich jetzt nicht bezahlt, aber ich bewerbe ja auch hier jetzt nicht die Artikel, um die es geht. Na? Und außerhalb des Fernsehens könnt ihr mich natürlich momentan auch wieder auf der Bühne sehen. Weiterhin im Bibi Blocksberg Musical als Bürgermeister. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Es ist ein Kindermusical, muss ich dazu sagen. Dem müsst ihr euch einfach bewusst sein, wenn ihr da hinkommt. Es ist für Kinder. Und bringt einfach eure Kinder mit oder eure kleine Schwester oder was auch immer. Es ist ein super, super süßes Musical und es macht unglaublich viel Spaß. Die Vlog-Reihe könnt ihr ja auch auf meinem YouTube-Kanal dazu sehen. Und außerdem bin ich auch am 2.6. wieder in Hamburg zu sehen, in dem Liederabend Auweia, den haben wir schon mal aufgeführt. Auch da könnt ihr schon Einblicke sehen auf YouTube. Da ich hier nicht diese ganzen Videos einblenden kann, werde ich die ganzen Links einfach hier unten in die Videobeschreibung reinpacken. Und da könnt ihr euch das alles in Ruhe ansehen. Und hier jetzt ein paar Beispiele, wo ihr direkt draufklicken könnt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch sehe und wenn ich eure ganzen Kommentare immer unter den Videos lese. Bis dann, macht's gut, Rock'n'Roll, euer Knieche.